Mahlzeit Leute, herzlich willkommen zurück zu Jagged Alliance 3. Wir sind mittlerweile so aufgestellt, dass ich zwei separat agierende Trupps hier auf Grand Chien unterwegs habe. Zum einen unseren Bravo-Trupp hier unten in Port Cacao und unseren Charlie-Trupp hier oben in Fleetown. Noch sind sie beschäftigt mit, mit diversen Aufgaben, hier natürlich Wunden versorgen, aber auch reparieren. Das sieht hier unten ähnlich aus. Fox muss noch versorgt werden. Der restliche Trupp repariert Gegenstände. Und letztendlich soll unser Bravo-Trupp hier unten diese Diamantenlieferung abfangen. Das werden wir eventuell heute schon sehen. Ich lasse jetzt mal ein bisschen Zeit laufen. Bis hier, ihr seht, hier oben kommt der Trupp, aber der wird sich hier doch eher langsam. Oh, was haben wir denn da? Ein Angriffstrupp der Legion. Haha! Okay, ein Angriffstrupp kommt hier mit 6 Mann und 4 Hyänen und der will hier unten die Mine angreifen, aber der kommt natürlich voll in Port Cacao an, wo unser Trupp steht. Das ist in Ordnung, das nehme ich gern mal so hin. Fox ist nicht mehr müde, ist jetzt geheilt und damit sind die alle 5 einsatzfähig. Gehen wir mal durchs Inventar durch und checken den Trupp mal durch, bevor wir jetzt hier weitermachen. So, 100, 100, 100. Die Waffen sind soweit okay. Sag mal, kann ich... Diese Waffe ist modifiziert. Oh, kann man sowas auch wieder ausbauen oder abbauen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein Stahlrohr ist. Bringt, oder? Wenn man das zerlegt, kann man das? Heißt das, dass wir das Stahlrohr zurückbekommen? Was bedeutet rot? Geht's kaputt oder bekommen wir es zurück? Also wenn wir es zurückbekommen, wäre es eine feine Sache, weil das Stahlrohr können wir dann für was anderes benutzen. Das muss ich glaube ich mal ausprobieren. Denn diese Pistolen werden wir letzten Endes irgendwie alle nicht mehr groß benötigen. Sie hat 27 Schuss. Das ist okay. Mehr haben wir leider aktuell auch nicht zur Verfügung bei der BP-Munition, außer diese 6 Bullspitz noch. Barry mit dem G98, das ist okay. Granaten hat er auch am Start. Ich schaue mal, ob hier noch irgendjemand Sprengstoff hat. Ein Meltdown mit 41. Hitman mit 38. Hitman könnte dann auch durchaus eine Granate nehmen, oder? Wir nehmen mal Barry die... Na, machen wir mal so. Tja, wer es tragen kann, kann es tragen, ne? Also echte Männer können auch lila tragen. Nicht schlecht, Hitman. Wo waren wir stehen geblieben? Jetzt hat er mich rausgebracht. 100, 100, 100. Gut, die beiden Pistolen werden wir über kurz oder lang abgeben. Hier haben wir auch 100, 100. Alles repariert. Hier ist alles repariert. Fürs Maschinengewehr haben wir immerhin noch 22 Schuss. Viel ist es nicht mehr. Aber, naja, wir nehmen es mit. Und für die Waffe haben wir leider noch gar nichts an Munition. Eis hat nur eine Pistole und wir haben in diesem Trupp jetzt auch keine... Na, shit, 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 ne? Peacemaker, Reichweite 20. Ja, immerhin. Ich denke, wir geben Eis dann mal noch einen Molotow-Cocktail in die Hand. Aber es zählt wahrscheinlich als Sprengstoff, ne? Das geht auf den Sprengstoffwert zurück und da hat er 3. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Dann gehen wir lieber mal Meltdown noch den Molly. Ja, den hatte sie auch schon. Okay, wie sieht es mit Helmen aus? Eis hat keinen. Kannst du den hier aufziehen? Haben wir noch eine Hose übrig? Nein, haben wir nicht. Liegt natürlich alles in Port Cacao zum Großteil. Gut, die Bewaffnung von den beiden ist natürlich echt überschaubar, ne? Das ist unschön.
nehmen wir ihm das Messer mal in die Hand. So. Ansonsten. Nachtsichtgeräte haben sie im Rucksack. Wir können hier mal auch ein paar Sachen in das Sektorversteck ablegen. Also, wir haben zum Beispiel einen Erste-Hilfe-Kasten. Wie sieht das aus? Warte mal. Ah. Sind sie alle nicht wirklich gut. Aber wir packen es mal zu Eis. Leuchtspur. Machen wir mal einen rein. C4. Das legen wir ab. Die Pistolen legen wir ab. Das kann man stacken. Messer geben wir hier noch drauf. Ja, und die Maske legen wir auch mal hier ab. Gut, und dann lassen wir sie kommen. Dann lassen wir sie kommen. Hier ist, also da mache ich mir keine Sorgen. 5 Mann plus 8 Milizen. Alpha ist nicht mehr müde. Schauen wir uns mal den Trupp jetzt an. Okay, und die Verwundungen sind auch geheilt. Sehr cool. Das heißt, schauen wir auch mal hier rein. Alles soweit geheilt. Hier können wir auch ein bisschen was ins Sektorversteck ablegen. Guck mal, was wir hier an... Oh Gott, was... Hier haben wir jede Menge Hosen und Sachen, die man jetzt bei den anderen auch noch eventuell gebrauchen könnte. Die Dinger will ich mal noch nicht verkaufen. Ich traue dem... Also ein Stück der ruhmreichen Vergangenheit von Grosjean hört sich für mich danach an, als wäre das eventuell etwas fürs Museum. So, wir haben überall Helme. Können wir den auch ablegen? Winzige Diamanten. Das können wir zusammenfassen. Teilen wir aber vielleicht mal auf in 5-5. Irgendwas muss ich das auch mal ausprobieren hier. Den Brecheisen. Nehmen wir Tor doch mal noch Messer mit. Hier haben wir ein Stahlrohr für eine Waffenmodifikation. Den können wir verkaufen. 350 ist nicht viel, aber komm, was? Können wir direkt zu Geld machen. Eine Drahtschere. Hier haben wir eine Drahtschere, hier haben wir eine Drahtschere. Zwei Drahtscheren reichen. Die Gasmaske brauchen wir aktuell noch nicht. Hat zumindest bisher noch kein Gegner irgendwas in diese Richtung eingesetzt. Wird mit Sicherheit noch kommen. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir an Waffen... Also wir zerlegen mal diese doppelläufige. Für die hatten wir eh kaum Munition. So, jetzt Hosen 1. Die haben alle 100%. Wir haben hier, oh Gott, noch 4 weitere Hosen. Das ist eine verstärkte. Die ist besser. 40% Rüstungsreduktion. 30%. Okay, dann können wir hier mal... Oh Gott, da unten sind noch mal. Wie viele Hosen haben wir denn? Das ist ja Wahnsinn. Wir haben noch 4 Hosen übrig. Wir gucken mal hier kurz durch. Haben die hier auch alle? Ice und Hitman haben keine. Also zwei könnten wir noch gebrauchen. Und die anderen zerlegen wir. Eins. Ja, jetzt haben wir noch 2. Die heben wir mal auf. Die können wir gebrauchen. Helme. Helme sind wir eigentlich komplett. Haben alle Helme. Das heißt, alles, was hier jetzt auf Lager liegt an Helmen, ist oder es ist nur einer. Zerlegen. Ui, jetzt haben wir hier schon 2 Stahlrohre. Kam das eben durchs Zerlegen? Weiß nicht, wir zerlegen mal die Browning noch. Eine Flakweste auf 27% brauchen wir mit Sicherheit nicht. Guck mal, wie viel Brecheisen wir haben. Auch mal
Zerlegen. Na gut, die gehen irgendwann kaputt. Kann man die aufeinanderlegen? Nein, kann man nicht. Okay, die beiden Hosen packen wir mal hier hin. Die brauchen wir eventuell noch. Wie sieht's Westen? Hier haben wir nur eine 50% Weste bei Kalina. Geben wir hier eine 100er. Die zu reparieren wäre sinnvoll, weil hier sind Keramikplatten drin. Die ist verbessert. Aber wir haben hier jetzt wirklich überall 100. Und hier unten fehlen uns tatsächlich nur die zwei Hosen. Alles andere ist auch okay. Das heißt, die können wir noch zerlegen für Schrott. Und dann bin ich soweit zufrieden. Die AK, eine MP40 und eine Uzi. Ah, wir warten mal noch mit dem Zerlegen. Ich will jetzt nicht zu voreilig sein und nicht zu viel zerlegen. Gut. Können wir hier... Wir könnten hier jetzt auch Miliz ausbilden. Wir haben hier noch keine, ne? In Fleertown. Eigentlich wäre es schon sinnvoll. Kalina und Alpha... Ah, nee. Kalina ist hier noch am Arbeiten. Hier haben wir Notizen. Wann haben wir uns den auch schon aktiv angeguckt, den Sektor? Also wenn hier gerade nichts zu tun ist und die noch am Reparieren sind, wir machen mal Folgendes. Tor und Alpha haben gerade nichts zu tun. Wir lassen die mal kurz hier hinreisen. Und lassen die Zeit weiterlaufen und jetzt kommt... Der Angriff. 13 gegen 10. Unsere 5 Söldner plus 8 Milizen. Ich sag mal, das sollte kein Problem sein. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Ab geht's in den Kampf. So. Wir haben hier, wie immer, sehr, sehr viel... drei Einsatzzonen. Hier, hier und hier. Die kennen wir schon, weil hier haben wir jetzt schon mehrfach gekämpft. Der Feind kommt von da. Aber wir haben... Sowohl Nacht als auch Nebel. Jetzt lass mal kurz schauen. Bevor wir sie aufstellen, gehen wir mal ins Inventar. Denn wir haben Nachtsichtgeräte, zumindest für zwei. Barry bekommt mal eins. Ich würde aber... wir geben Meltdown. Das Nachtsichtgerät ist, glaube ich, für unsere MG-Schützen sinnvoller. So machen wir das. So, und dann werden wir... Ihr kennt die Position, auf der wir das Maschinengewehr wieder aufbauen werden. Also einmal Meltdown hier vorne hin, um aufzubauen. Barry geht mal hier hoch. Don't tease me. Up, player. Yeah. You want something? Ice here. Huh? Okay. Ich denke, so passt das Ganze. Einsatzlos. I will give you puzzle to complete during combat. Wir pausieren. Und gehen erstmal alle in den Schleichmodus und am schnellsten, am wichtigsten ist jetzt, sind jetzt diese drei hier. Mit Meltdown weg. Meltdown bekommt hier das Maschinengewehr aufgebaut. Huh? Während wir mit Hitman keep it in real. Und Ice. Hi. Hier hinbringen. Yeah. Hitman, einmal Overwatch. Come and get it, you saps. So. Ice hier. So, da hinten kommen sie, die Gegner. Wir schauen mal, ob wir hier mit Barry was machen können. Oh, was ist hier los? Was?
Ah, shit! Die haben eine Wache entdeckt. Also eine von den Milizen. Deswegen wurden die jetzt quasi schon aktiviert und der Kampf ist gestartet. Ah, weil hier oben Veteranen sind. Also Milizen sind. Ah, das war jetzt nicht ganz mein Plan. Naja, schauen wir mal. Ich hoffe, die müssen trotzdem den Weg gehen, dass sie hier in den Feuerkegel des MGs reinlaufen, weil ich glaube, diese Biermauer kommen sie nicht hoch. Wer hier alles am Start ist, die Schrottplatzritter und die Buffy Beans natürlich auch. So, wir sind dran. Pass mal auf, also hier, die kommen hier nicht hoch, oder? Also die müssen eigentlich, die müssen uns hier reinlaufen. Kriegen wir? Ja, wir kriegen. So, Barry ist verborgen. Und kann jetzt hier zumindest... Wir können hier einen Kopfschuss probieren. Jawohl. Und Falldämpfer sei Dank hat das hier auch ganz wunderbar funktioniert. Oh, cool, die kann da rüber springen. Sehen wir hier irgendwas? I think I can do this one from behind. Ja, probieren wir es heimlich. 13. Ist sie aufgegangen? Ja, dadurch ist sie jetzt aufgegangen. The hell you want. Na gut, aber die anderen lassen wir hier mal stehen, weil wenn die Hyänen, die werden uns hier wahrscheinlich reinlaufen. Ich denke schon. Wir beenden mal den Zug. Ja. Gut, das ist jetzt natürlich wahrscheinlich ein bisschen Munitionsverschwendung vom Maschinengewehr für Hyänen. Aber naja, was willst du machen? So, zwei Hyänen ausgeschaltet. Jawohl, funktioniert. Die stehen schön zusammen. Wir haben hier ja noch eine Granate. Hitman hat, glaube ich, eine Granate. Das sieht schon sehr gut aus. Die treffen von hier unten nicht. Oh doch. Na, zu früh gefreut. Die gehen auf einen weiten Weg außen rum. Und er schießt mit der Pistole. Okay, jetzt kommen die Milizen. Ich hoffe, die nehmen uns jetzt nicht die ganze Arbeit ab. Teilweise. Schrottplatzritter. Oh Gott, der geht. Der versaut mir jetzt meinen Granatenplan. Da hätte ich jetzt eigentlich gerne Granate reingeworfen. Aber da treffen wir ihn dann ebenfalls. Mal gucken, ob wir es irgendwie anders hinkriegen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr mitgezählt, wie viel es waren. Ich glaube, zwei Soldaten und zwei Hyänen sind ausgeschaltet oder mehr. Was? Oh, okay. Mutig. Vor allen Dingen hier in den Nebel rein zu feuern. Beide schlechter.
schwer verletzt, wenn ich es richtig sehe. Don't tease me. So. Yeah. Hitman. Easy pickings. The Lord smiles upon you, brother. Hört. Streifschuss. Keep it in real. So, Eis. Artisbewegung. Watch me pop a cap in this dude. Wir probieren auf den Kopf. Hört. Da haben sie sich doch gleich mal bewährt, unsere beiden Neuen. Tripping. Bringen wir ihn auch noch? Ich denke nicht, ne? Und hier, eine Sicht drauf. Messer werfen. Keine gültigen Ziele. Aber eine Überwachung können wir trotzdem noch machen, denn diese Hyäne wird ganz sicher kommen. You got it. The Iceman gonna keep everyone covered. So, Maschinengewehr ist leer geschossen. Das einfach nur für ein paar Hyänen. Ich glaube, das war ein bisschen... war ein bisschen zu verschwenderisch. 3 Kills mit Scharfschützengewehren. Wir haben... Moving quietly. Barry zählt als Scharfschützengewehr. Aber ob wir da noch 3 Kills hinkriegen, ist fraglich, denke ich. Wir probieren mal den. I cannot get good shot. Hm. Sind noch verborgen. Hm? Es könnte nur ein Streifschuss sein, aber ist da was? Wir probieren es. Gut, in den Nebel reingeschossen. Keine Sicht, keine Sicht. Artisbewegung. Na, die Hyäne kriegen wir auch so. Ich will den hier. This is too hard for me. And that's not something I say very often. Echt? Darfst du den nicht? Traut sie sich nicht zu? Probier's trotzdem. Okay. The hell you want. Meltdown, wir müssen die Waffe wechseln. Wir machen auch hier eine Überwachung. Und beenden den Zug. Ich denke, das sind die letzten 3, die wir jetzt sehen. Ne, gut, die Hyäne weg. Sehr gut. Eis. Er versucht es von ganz weit. Die Hyäne rennt uns rein. Jawohl. Streifschuss. Und... attackiert den Schrottplatzritter. Ist er tot? Was ist denn da? Da kommt noch ein Messer. Kämpfer, der kommt aber nicht ran. Ja, also das sollte erledigt sein. Die Hyäne ist tot. Der bekommt jetzt hier von dem Veteranenfeuer. Auch weg. Damit sind das die beiden letzten hier hinten. Sieht gut aus. Don't just stand around. Move. Bin mal gespannt, ob uns das auch weitere Loyalität bringt. In der Stadt wahrscheinlich schon. Weil wir ja innerhalb der Stadt kämpfen. Quasi die Stadt verteidigen, also müsste es auch Loyalität bringen. That is unsatisfactory outcome for puzzle. Okay, damit ist das nicht mehr möglich. Okay, das war's. Like a scorpion in a boot, Ace. Yep. Also, haben sie sich doch aber gleich mal ganz ordentlich bewährt, unsere beiden Neuen, auch wenn sie nur mit Pistolen ausgerüstet waren. So, hier können wir einen plündern.
Aha. Schau mal an. Eine Maschinenpistole. Die Eis 87. Ach komm, die geben wir. Die geben wir Hitman. Okay. Und zwei Granaten. Barry hat noch. Ach so, ja, genau, die hatten wir hier in der Hand. Die sind da abgelegt worden. Sure thing. Ansonsten gibt's nichts mehr, ne? Die droppen relativ wenig, die Gegner, das muss man schon sagen. Please take a photo of me with the gun. One day I will show it to my kids. Ja. Keeping it real. Nein. Na gut, okay, dann ziehen wir hier aber, durch. On my way. Und wir gehen in die Satellitenansicht. Ja, 70%, ne? Ich glaube, wir waren bei 65. Okay, dann können wir, dann begeben wir uns jetzt denen hier entgegen. Und zwar haben wir hier irgendwo Informationen über diese Sektoren? Nein, haben wir nicht. Aber wir bewegen uns hier mal hin in den großen Wald. You got it. Okay. Alpha-Trupp hat I8 erreicht. Dann schauen wir mal den Alpha-Trupp. Das ist hier. Das schauen wir uns noch an. Da, ups, halt. Taktikansicht. Hier will ich mal einfach mal durchlaufen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir das gemacht haben. Ready. Take a deep breath. Ah ja, and doch. Release. Ja, ja, ja. Aber hier ist trotzdem was. I spotted something. Oh, geheimes Versteck. M1014. Höhere Reichweite, erhöhter Bonus durch Zielen. Ja, es ist eine Pumpgun, ne? Schrotflinte, aber eine 6 Schuss. Kaliber 12. Und eine Linse. Das ist, die Linse ist vor allen Dingen sehr, sehr nett. Heading out. Every journey begins with a single step. War mir eigentlich sicher, dass wir hier schon waren. Entweder haben wir dann diese Waffe, dieses geheime Versteck damals nicht entdeckt. Let's go. Outstanding. Right on. Okay, mehr haben wir hier wohl nicht. We're on our way. Dann, wenn hier Norden ist, ich will eigentlich nach Süden, dann marschieren wir hier raus. Zur Savannenküste. Genau. Okay. So. Serhüt und Kalina haben Gegenstände reparieren abgeschlossen. Das heißt, die haben jetzt aktuell auch nichts zu tun. Wir gucken mal kurz rein, was oder ob wir hier jetzt noch mehr zu reparieren hätten. Nö. Doch, ah, diese, guck mal, dieser jetzt verbessert. 30% Schadensreduktion. Durchschlagskraft, Schutz leicht. Schadensreduktion bei Durchschlag 10. Und das? Durchschlagsreduktion schon. Oh, das ist besser. Das ist für. Das geben wir ihm, weil er eher weiter vorne ist. Und 30, 10. 30, 10. Das ist identisch hier. Das sieht einfach nur, ist einfach nur eine andere Optik. Ah, nee. Quatsch. Arme Oberkörper. Das ist nur Oberkörper. Also das ist eine Verbesserung. Die Optik sagt auch was aus. Hier ist es auch dann, hier ist es dann nur Oberkörper, aber dafür halt besser. Ich denke, das ist okay. Ja, lassen wir es so. Gut. Können die beiden jetzt was Sinnvolles machen? Kalina könnte eine Milizausbildung starten, ne?
1800. Können wir uns das leisten? Wir kriegen da unten schon wieder... Gott. 3 Tagen? Laufen die Verträge schon wieder aus? Das lasse ich mal, weil wir haben dann ja mittlerweile 3... Wir haben mittlerweile 8 Verträge zu verlängern. Das ist eine Menge. Ich hoffe, wir fangen diesen Trupp auf jeden Fall vorher noch ab. So, wie sieht's hier aus? Sind die angekommen? I'm here, player. Holla back. I'll be where I'm at. Okay. Dann gucken wir uns dieses Gelände hier nochmal an. We outy. Time to sneak and peek. Sure. Wir schleichen mal. Fühlt sich einfach irgendwie, fühlt sich besser an, als hier durchzurennen, wie verrückt. Shush now, Ace. Now that looks like something we can use. Kräuter. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Moving quietly. You want me to hide? I completely brought the wrong outfit. Shush now, Ace. Sneaking up. You want me to hide? I completely brought the wrong outfit. Da unten die Straße. You think I brought my sneaks? Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Was haben wir hier? Was ist das? What are the chances I'll find a decent bottle of conditioner? Das ist ein Rucksack. Oh, guck mal, 20 Bauteile. Das ist natürlich schon nett. Und Franchien. Franken oder was das ist. Das habe ich noch nicht so ganz. Kann nicht für echtes Geld verkauft werden. Aber mit denen können wir mit Sicherheit irgendwo was anfangen als Tauschobjekt oder so. Bitte schreibt es mir nicht in die Kommentare, für was die Dinger sind, denn ja, das möchte ich selbst rausfinden. Moving quietly. Moving quietly. Gehen wir mit denen hier mal noch runter auf die Straße. I completely brought the wrong outfit. Hier oben ist auf jeden Fall alles entdeckt. Let's play hide and go seek, but with live ammo. I have found a thing. Ja, hier sind nochmal Kräuter. Aber ich denke, dann sind wir hier weitestgehend durch. Now, Ace. Sure. Sometimes it's more fun when you have to try to be quiet. Okay. Ja. Time to sneak and peek. Einmal. There's no way they ain't gonna see me. Einmal alles entdeckt. We're moving, Ace. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir an dieser Stelle raus aus der heutigen Folge. Ich guck mal ganz kurz, hier haben wir noch Notizen. Was gab's Neues? Wo ist ein Ausrufezeichen? Achso, es ist noch alt hier. Die Sache mit dem Schiffbruch, ihr erinnert euch, das hatte ich noch nicht angeguckt. Ja, dann werden wir dem Trupp hier entgegenreisen. Das heißt, hierhin, und das schauen wir uns dann morgen an. Ich freue mich drauf, denn das bringt uns auch, ja, wahrscheinlich wieder so 12.000, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Das hilft auf jeden Fall dann in Richtung des nächsten Termins, um die Verträge zu verlängern. Wir brauchen das Geld. Also, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Leute, haut da rein. Tschö, tschö.